Es gibt sie dekoriert in allen möglichen Farben und spätestens am ersten Adventssonntag sind sie in den meisten Haushalten zu finden. Adventskränze. Die Caritas-Werkstätten im Westerwald geben Menschen mit Behinderung die Möglichkeit, sich am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen. So auch im Floristikbetrieb. Im November müssen viele Adventskränze gebunden werden, große wie kleine. Tanja Hübinger-Dahlem ist Floristin und betreut seit 2,5 Jahren Behinderte bei ihrer Arbeit in der Werkstatt. Ja, der Unterschied ist eigentlich, dass man hier mit behinderten Menschen arbeitet, denen also die Chance gibt, hier solche Sachen auch auszuführen. Ich sag mal, zu 90% in den meisten Blumengeschäften haben wir die Rohlinge fertig, wo wir gar nicht die Chance haben, die selbst zu wickeln oder halt jetzt wirklich von diesem Preisdumping her, dass man die gar nicht selbst dekoriert, sondern dass alles einfach nur fertig gekauft wird. Somit kann auch sie in der Werkstatt ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Etwa 30 Adventskränze bindet hier jeder, bevor der Advent losgeht. Doch woher kommt der Brauch der Adventskränze? Der Brauch des Adventkranzes stammt vom 19. Jahrhundert her. Und es hat ein Pater in einem Waisenhaus, weil die Kinder täglich gefragt haben, wann endlich Heiligabend ist, ist er hingegangen, hat einen Holzkranz genommen, 19 kleine Kerzen, 4 große Kerzen genommen, wo die Kinder jeden Tag eine kleine Kerze in der Woche über anmachen konnten und sonntags dann eine große Kerze. Übrig geblieben von diesem ursprünglichen Adventskalender sind nur die 4 großen Kerzen. Und wenn die 4. Kerze brennt, wissen wir, das Christkind steht vor der Tür.